Das ist Mossi, das ist Mama, das ist Esel, willkommen zu... In Neuss-Düsseldorf, kein Gewitter! Gewitter! Das ist so... Muss man sehen. Wann war bist du noch da? Ich bin in der Aufnahme. Schön. Dann kann ich ja beginnen, oder? Dann hast du schon begonnen. Okay, nochmal. Nein! Wir reden jetzt einfach über Werbung. Also, das ist das heutige Thema. Hallo sagen. Nein. Nein. Was ist deine Meinung zu Werbung, Esel? Wir reden jetzt über Werbung. Ja. Von mir aus, aber ich mache für wenigstens für meine Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen. Nein, zu der du rostet dritten keine... Folge von Rausgerotzt. Nein! Das ist nicht drin! Mit mir dabei ist der Tobi. Analsex in der Badewanne. Was für Global Tech, dir Gala. Ich werde das wahrscheinlich nie in meinem Leben hinbekommen. Alter. Team Cryo ist dann natürlich. Nein. Und Mr. Wanwalp, der Gott. Die ganze Zeit nein ruft. Nein. Eieiei, wo sind so. Wir denn? Bei Rausgerotzt. Dem besten Format auf YouTube. Ja. Auf nicht ganz so YouTube. So wie bei Ape Crime. Wir löschen später auch unsere Videos und machen dann ein schlechtes Musikvideo. Wir konnten uns übrigens mit unserem alten Content nicht mehr identifizieren. Ja. Deswegen wird es jetzt so weitergehen wie vorher. Mhm. Ja. Und gerade regnet es bei mir im Hintergrund. Ja, bei mir was nicht. Was ist denn das Thema? Dass du nicht mehr auf deinen Tisch verhaust. Fick dich doch. Was ist denn jetzt schon wieder los? Nichts. Ich wollte einfach nur jemanden beleidigen. Also, das Thema ist, warum ist Mossi so dick und kein Mann? Wir sind Hurensohn, weißt du das? Ace, also ich bin so dick. Nein. Der ist so dick, weil seine Schilddrüse, er sagt halt immer, seine Schilddrüse wäre kacke, ne? Aber in Wirklichkeit. Das habe ich nie gesagt, aber okay. Der einfach die ganze Zeit Chips auf dem Sofa. Okay, das ist... Thema ist Werbung. Oh, ist so ein Hurensohn, weißt du, trotzdem. Halle, wir brauchen immer so lang, bis das richtige Thema startet, ne? Ja. Brauchen wir? Ja, und dann reden wir zweieinhalb Sekunden darüber und dann ist gut. Das war jetzt nur bei der letzten Folge. Du wolltest unbedingt über Werbung sprechen, ich? Ne? Ja. Ja. Du wolltest das unbedingt. Also, fällt dir denn eine Werbung ein, die dir persönlich sehr gefällt oder die dir nicht so gefällt? Ja, also ich mag die Check24 Werbung. Check24-Werbung, was war das? Ja, Max oder? Nein, die alten Check24-Werbungen mit den Mietwagen oder dem Stromverbrauch-Vergleich. Kennst du die noch? Wo, da kommt der Mann, die Frau ist das. Die Frau kommt ins Wohnzimmer, macht und dann geht die Lampe an und dann I got the power. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Dim. Also, ich kenne nur diesen Supermax, der da irgendwie so seine ja, Hände bewegt. Ja, das ist der Mietwagen, ist, genau, der ist auch gut. Das ist der Mietwagen, Supermax ist der Mietwagen. Ja, genau. Okay. Alles klar, okay. Max hat heute etwa 400 Euro auf Check24 gespart. Und jetzt ist der ja. Supermax. Weswegen fandst du den so gut? Weil diese Werbung, jeder findet die Werbung halt scheiße und das, ich finde die halt gut, weil... die mega beschissen ist und man damit Leute triggern kann, wenn man die richtig lustig findet, weil die halt so stumpf ist. Da kommt eine Frau rein, schnippst, die Lampe geht an und dann kommt Agathe Bauer. Verstehst du? Agathe Bauer. Ja. Also, wann war versucht, aus Scheiße Gold rauszuholen? Ja. Merken wir uns das schon mal. Auf Toilette auch immer. Das Toilettentipp auch auf der Toilette, ja. Ja.
Er wühlt dann auch so ein bisschen rum, so, oh, okay, ich muss mich von dir verabschieden. Ja. Gibt dann jeden seine Scheißklumpen einen Namen, ne? Das ist Lemmy Wings Nummer 2725. Dankeschön, Windows. Ja, schön. Ich möchte nicht mein Farbthema umändern. Ja, ja. Schön mit einem Bildschirm, und, ist ja egal. Und ich finde das Beste an Check24, die haben ja jetzt neu aufgesetzt, ne? Die haben ja jetzt eine Story in der Werbung. Oh. Ja, ja. Die haben ja jetzt die zwei Familien, die gegenseitig immer mehr sparen. Check. Da wird dann einmal der Urlaub gekauft oder der Stromvergleich. Wird den Urlaub nicht normalerweise gebucht? Nein, ich kaufe Urlaub. Ja, schon. So, und da, ne, das ist eine richtige Sendung. Ne? Ja, schön. Ja. Also du findest die Check24-Werbung gut. Ja, das ist eine der besten Werbungen. Alles klar, wann war halt keine Ahnung. So. Die hat er noch nie gehabt, also. Das stimmt. Ich habe keine Ahnung, ich bin eh ein gottgleiches Wesen. Ja, wir sprechen alle durcheinander, super gut. Ja, wir sprechen alle durcheinander, aber jetzt... Ey, das macht unsere Qualität jetzt auch nicht besser, wenn wir es nicht tun. Ja. Bestes Format auf YouTube. Schreibt es in die Kommentare. Postet auf Twitter, Hashtag bestes Format auf YouTube. Hashtag rausgerotzt. Auf jeden Fall. Das muss so höher platziert werden als Promi-Queen. Und, aber nur, wenn man Social Experiments macht. Ja. Fäge Lache, ey. Ja, welche Färbe findest du denn gut? Also mir würde jetzt gerade tatsächlich keine einfallen, die ich gut finde. Die einzige, die mir gerade einfallen würde, die ich extrem scheiße finde, das sind mehrere Werbung von Mobile Legend. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sagt. Ich google das. Das ist irgendwie so ein Handy-Game, was halt so ein MOBA ist. Und da ist es halt so, das hat tatsächlich ein Voice-Chat, ne? Und die Macher versuchen diesen Voice-Chat als das Feature rauszuhauen, ne? Und da war das irgendwie so, dass da irgendwie so vier Typen sitzen da. Der eine macht dann Voice-Chat an und fragt so, hallo? Ne? Dieter, du kannst gespannt, ne? Und eure Frau, so, aussehen, also 4 von 10 würde ich geben. sagt hallo und die so, oh mein Gott, ein Mädchen! Oh! So, ja. Total kernbehindert, ne? Aber das war, ich glaube, das war nicht das andere Spiel, also es habe ich auch letztens gesehen, das ist auch ein, soll glaube ich auch MOBA sein, aber ich glaube, es war nicht Mobile Legend. Der Legend 27? So nein. Die Werbung finde ich tatsächlich gut, aber nur wegen dem Meme. Alter, ich habe gerade die Werbung mal in der Aufnahme geguckt. Die ist halt schon scheiße. Ich habe die immer nach The Legend 27 habe ich immer weggeschaltet. Nein, weißt du, bei welcher Werbung man abschaltet? Sie suchen ein neues Geschenk für ihre Freundin. Mit der Amazon-App findet es sie. Ja, die Werbung geht halt 6 Sekunden, ne? Ja, und genau bei, und mit der Amazon-App findet man sie, kann man immer auf weiter überspringen klicken. Immer. Ja, immerhin kann man die überspringen, ne? Das ist halt das Gute. Mich kotzt es immer an, wenn ich Werbung bekomme, die dann irgendwie so 2 Minuten geht und ich kann die nicht überspringen. Ja, ja. Das okay, ich refresh die scheiß Seite. Fick dich, Werbung. Deswegen habe ich einfach nur... Da habe ich einfach nur Hass auf die Werbung, ja, dass ich die nicht skippen kann. Deswegen gibt's das ja bei mir auf meinem YouTube-Video, wo 6 Werbepausen ja nicht sind, nicht. Also, ich bekomme Werbung nur auf dem Handy, auf dem Computer gar nichts mehr. Adblock regelt. Du bist ein dreckiger Hurensohn. Deine Videos gucke ich eh nicht, also kannst du an mir eh nicht verdienen. Du bist so ein untermenschiger Hurensohn. Also, ich schalte ich bei manchen Seiten, beziehungsweise bei manchen YouTubern, schalte ich die Werbung ein, dass ich die wenigstens ein bisschen unterstützen kann. Wenn ich jetzt irgendwie so ein bisschen auf YouTube rumklicke und dann irgendwie so, weißt du, du hast dann irgendwie so einen Remix oder irgendwie so einen Mix von vielen Songs, aber du hast jede 5 Minuten Werbung, dann denke ich mir so, fick dich, du sollst kein Geld an mir verdienen. Wenn du alle 5 Minuten von deinem Sofa oder von deinem Sessel aufstehen musst, dann
um die Werbung halt einfach zu skippen. Das ist einfach so eine Scheißaktion. Solche Leute. Deswegen soll es ja demnächst nur noch die kurzen Werbung geben, die ja nicht mehr, ne? Die von selbst. Aber auf jeden Fall die andere Werbung, das ist, glaube ich, auch, das ist auf jeden Fall auch irgendwie ein Handygame. Da haben sie irgendwo so einen Typen davor gesetzt, der hat sich dann die Champions angeguckt und der ist da auch so voll abgegangen. Boah, Alter, guck dir mal das an. Boah, Junge, ist da voll geil. Also, und der guckt sich einfach nur scheiß Champions an, ne? Er kriegt da voll den Hahn, bei, ohne Witz. Hä, ist doch voll normal, oder nicht? Ja. Ja, ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe da letztens gelesen, dass Mobile Legends tatsächlich von Riot Games verklagt wurde, weil sie in einer ihrer Werbung den Todsound von LoL Champions benutzt haben. Das also irgendwie kann war da bei war irgendwie Ari mit dabei und Annie, der Todsound. So. Und dadurch, dass es dann halt Copyright ist, dürfen die da halt verklagen, deswegen. Weißt du, was ich gut finde, ja? Weil ich finde die Werbung kacke und ich hoffe, die werden dann so wenig Geld haben, dass sie keine Werbung schalten können. Nee, weißt du, was für eine Werbung ich gut fände? Also wird auch über MOBAs gehen, eine Werbung, wo man jeden LOL-Champ nimmt. Dann halt deine Fresse, Mann. Dafür hast du das genutzt, dein scheiß Ernst. Nice, Alter, du bist doch eine Mist. Für unser Geburt. Subthema, was wir uns ausgedacht haben. Haben wir? Haben wir nicht. Alter. Ich dachte, das Subthema wäre, dass du fett wirst. Und kein so. Mann. In 2 Wochen übrigens der Roast of Mossy. Ja. Also bei mir kommt es dann im Oktober. Also guckt lieber bei mir auf den Kanal vorbei. Ja, sein Kanal heißt Mr. Wanda LP. Ja, tatsächlich bin ich in 2 Wochen in London, da fällt dann die Rausgerotz-Folge bei mir dann übernächste Woche. Nee. Eine Woche also im Voraus denken. Ja, ja, die 3 Wochen fällt die Rausgerotz-Folge. Also es wäre dann Folge 5, die würde dann oder? Nee. Folge 6 wäre es dann. Deswegen gibt es ja zum Glück Folge 6 bei uns. The Roast of Mossy. Ja. Da reden wir dann darüber, warum Mossy kein Mann ist und warum er so dick ist. Gut. Ich möchte noch mal kurz aufklären. Die sagen das nur, weil vorhin, also ich möchte nicht zu sehr Insider-Information. Hurensohn. aber jetzt mal wieder Topic. Ich finde, das fasst es sehr, sehr gut zusammen. Es war ein Hurensohn da. Ja, fühl dich angesprochen, Hurensohn. Der hat auf jeden Fall meine Videos geguckt. Ich hoffe, der sieht sich das an. Du Hurensohn, was soll das? Ich hoffe, du weißt, dass das eine Hurensohn-Aktion ist und ich hoffe, dir wird das trotzdem nochmal wiederfahren, weil es mega scheiße ist. Es sei denn, du entschuldigst dich dafür. So, okay. Back to topic. Findet ihr denn, dass Werbung auch nützlich sein kann und den Nutzer informieren kann? Also Werbung ist scheiße. Also ich finde, aus Werbung können Memes entstehen, das ist schon mal eine gute Sache. Wie man bei The Legend 27 sieht. Aber ich finde, so viel Werbung ist einfach nur Rotze. Ne? Wo man sich denkt, dafür haben sie einen Typen bezahlt, ne? Der hat dafür Geld verdient. Ne? Und, Nicht gut. Die meiste Werbung, das stimmt schon. Aber es gibt dann halt so, ne? Ich finde halt zum Beispiel, welche Werbung nützlich ist, wenn ich auf Pornhub manchmal unterwegs bin, ne? Alter! Dann gibt's da manchmal. Dann gibt's da manchmal so Vorschau-Videos, die auf Pay-Seiten wie Brazzers verweisen. Und da sehe ich Trailer, die hätte ich mir sonst nicht angeguckt. Und da habe ich schon mal gute Videos gefunden, nur über diese Werbung, die ich so nicht gefunden hätte. Da hat mir die Werbung geholfen. Ist das nicht schön? Ein schön Porno zu finden. Ja. Wow. Auch hilft mir diese Werbung auf Pornhub immer, weil ich weiß, ich bin nicht alleine, denn in 200 Meter Umgebung ist eine alte Frau, die kostenlose Sextreffen machen will. Ich glaube das ja immer. Das weiß ich ja. Ich glaube wirklich, dass du das schon getestet hast. Also wenn ich mir seine Hemdsammlung so angucke, ja.
Ja. Dann schon, ja. Ich habe keine Ahnung von seiner Hemdsammlung, also von daher. Leider. Wahrscheinlich will ich das auch nicht wissen, oder? Doch. Warte nur ab, irgendwann kommt ein Hemd-Haul von ihm. Darauf wirst du dich freuen. Ja, ich müsste auch erstmal seinen Kanal abonnieren, oder? Nee, brauchst du gar nicht. Würde ich auch nicht machen. Der soll nicht an uns verdienen. Ja, obwohl, aber abonnieren kannst du ja und ein totes Abo sein, das tut natürlich auch weh. Nö. Die Zahl macht mich geil. Das reicht schon. Okay, dann abonnieren nicht und guck so deine Videos. Das ist das Einfachste. Ja. Sein Lieblingsporno ist wahrscheinlich, wenn er einfach mal über große YouTuber die Abonnentenanzahl drüber guckt. Ja. Dann skippt er immer so die Kanäle durch. Oh, 2 Millionen Abonnenten. Oh, PewDiePie, 18 Millionen Abonnenten. Alter, ja, Esel, wann bist du denn stehen geblieben? Der hat doch schon über 50 Millionen. Ist mir scheißegal, Alter. Also, Esel, das ist jetzt aber schon. Unter die Nase reiben. Ja, also, dir ist klar, ne? Bei 50 ist schon, spritz ich weiter ab als bei 18. Ja, okay, Entschuldigung. Also, bei 50 spritz ich dir bis nach Offenbach ins Gesicht. Gut, dass ich in Offenbach wohne. Offenbach Kaiserstraße, weiß man. Kaiserlei heißt das. Egal. Und da wohnen trotzdem nicht. Die Kaiserstraße ist in Frankfurt und da willst du nicht lang laufen. Ich bin da schon lang gelaufen. Das ist, die führt in die Innenstadt. In die Innenstadt? Und am Rotlichtmilieu vorbei. Ich glaube nicht, dass du in die Innenstadt gekommen bist, als du da lang gegangen bist. Nee, ja doch, ich bin am Donnerstag bin ich in Frankfurt gewesen. Ach, aber Bescheid sagen tust du nicht, oder was? Nö, ich will ja nicht in deiner Nähe sein. Aber ich würde dir ins Gesicht spucken. Ja, also ich muss aber ganz kurz zwischengehen, ne? Bevor es hier hässlich wird. Ist schon, du hast geredet. Ja. Halt die Fresse. Okay, weiter. Was sagt ihr denn zu der Werbung, die aber zum Super Bowl rauskommt? Guck ich nicht. Ich habe auch noch Ach, nie du bist Super doch ein gefickter Mistficker. Hashtag bestes Format auf YouTube. Die einzige Werbung, die ich mir tatsächlich immer mal so wieder gebe mit Kollegen auf Watch Together, sind die japanischen Werbespots. Ja, gut, die sind einfach nur geil. Ja, die Japaner wissen es auch. Die besten Werbeclips überhaupt. Das ist wie, als wenn du irgendeine Serie gucken würdest, weil es kommen auch immer wieder dieselben Personen wieder. Mhm. Vor allem gibt es auch immer so einen komischen Hund, der immer alle bespringen will. auch sehr gut. Was guckt euch nur japanische Werbung an, die deutsche Werbung ist behindert. Ja. Was sagt ihr denn zu der Twix-Werbung? Ich guck keine Werbung. Was, meinst du jetzt die, wo die irgendwie zwei Fabriken haben? Im linken Twix-Werk wird das Twix gerollt, im rechten gedreht. Das ist mir scheißegal. Im linken Twix-Werk wird der linke Arm gehoben, im rechten der rechte. Also rechts besser, besser. Ja. Okay, rassistische Anspielung hätten wir damit auch schon mal abgehakt. Ihr könnt übrigens ein Like für mich dalassen, damit ihr wisst, wie sehr ich leide. Was? Wahrscheinlich bekomme ich da 10.000 Dislikes. Warte, weil du so dick bist, kein Mann, oder? Ja, warte, da habe ich was gerade. Was? Was war das? Gott, jetzt kommt was irgendwas. Was passiert da? Jetzt macht er einen auf Marty McFly und dann macht er einmal so Gitarre und dann putzt er sich selbst weg. Naja. Das wäre schön. Mhm. Dann hätte er wenigstens die Klappe. Ja. Das passiert nicht allzu oft. Ja. Ja. Was willst du denn jetzt? Ja, mach das. Scheiße. Warte, ich will noch was machen.
Also, Werbung. Die einzige deutsche Werbung, die ich noch im Kopf habe, ist die Froop-Werbung. Aber nur, weil dieses kleine, penetrante Dreckskind da drin war. Ja, oder Trivago, war das, oder? Oh, nee, der Trivago ist mit diesem lispelnden Sprachbehinderten. Also, wann war? Also die können doch ehrlich nicht in der Werbung, die im Fernsehen jeden Tag, also die hatte wirklich ein hohes Volumen, jemanden reinsetzen, der so lispelt, dass du halt nicht verstehst, was der Preisvergleich ist. Ich meinte vorhin die Reisekommen-Werbung, ich habe den Fehler schon letzte Woche gemacht, das weiß ich. Ach so. Das war dieses, wenn ich reise, ist es weise, buche ich auf Reisekommen. Und ist jedes Mal denke ich mir, ich wünschte, der kleine Kind wäre hier und ich hätte eine Eisenstange oder sowas. Würdest du ihm anal einführen? Halt die Fresse. Ich muss. Ohne Witz, ich bin raus. Der kommt eh wieder. Er hat's nötig. Boah, fickt euch da einfach. Dir schon mal ein Gemüse, zum Beispiel eine Gurke. Boah, Mann, war fick dich. Was denn? Alter. Ja, hör auf mit deinem Drachenlord. Nein. Kannst später deinen Dakimakura da rauspacken. Ekelhaft. Ja. Also, wie steht ihr denn zum Thema Adblock? Ja, Adblocker. Das haben wir ja mal kurz angeschnitten. Menschen, ja, die Adblocker anmachen, sind Hurensöhne. Danke. Nee, nicht jeder, der Adblock anmacht, nur Tobi ist. Ja, beziehungsweise, nein, warte, da muss man differenzieren. Adblocker, nochmal, okay. Adblocker permanent anmachen ist ein Hurensohn. Danke. So, Leute, die Adblocker jetzt, so wie ich, oder die nur auf adgeblockte Seiten gehen, wenn sie zum Beispiel Bibi gucken oder Leon oder Drachenlord, die sind, ja, das sind gute Menschen. Gute, der gute Ben. Gute. So. Aber halt welche, die das semi-permanent machen, die sorgen halt selbst für die Zerstörung des Internets. Nein. Doch, du bist ein Hurensohn. Nein. Die Moral von der Geschichte, du bist ein Hurensohn. Ja. Du wirst sehen in 2 Wochen. Ich werde mir Special Guests holen. Alter, in 2 Wochen wirst du gefickt anal. Freut euch schon mal darauf. Ja. Schaut da mal rein. Ich sag mal so, dafür brauchst ich sag mal so, damit es wirklich weh tut, bräuchtet ihr beide Zuschauer. Ja, hab ich 300. Oh. Ich hab immer auch 300. Hä, ich hab auch zufälligerweise 300. Ja. Komisch. 300 Mütter oder wie? Ja, warum nicht? Na gut. Wer hätte nicht gern 300 Mütter als Zuschauer? Ja. Also, die habe ich auch alle von Pornhub-Werbung. Ach, du postest die Videos unter im Pornhub-Kommentar-Section, also, oder wie? Ja, das schon. Das stimmt wohl, ja. Also, die Sache ist, also, von wegen jetzt nochmal meine Meinung zu Adblock benutzen. Wenn die Werbung nicht extrem penetrant ist, dann lasse ich die Werbung auch laufen. Ne? Nee. Wenn ich aber irgendwie bei jedem Klick irgendwie ein Pop-Up-Fenster bekomme, denke ich mir so, fickt euch, ihr bekommt kein Geld von mir. Ja, ne? Was ich. Wenn man mich mit Werbung nervt, dann sage ich auch so, ja sorry, dann besuche ich entweder die Seite nicht oder ich besuche die Seite und benutze Adblock, weil davon habt ihr gar nichts. Mossi, da bist du ein guter Mann. Das ist genauso, wie es richtig ist, finde ich. Ja, deswegen gucke ich auch deine Videos nur mit Adblock, wenn ich sie gucken wollen würde. Jemand, der halt, also eine Seite, die halt viel zu viel, also so, dass man sie nicht umgehen kann, Werbung schaltet. So richtig. Das ist halt schlimm. Mhm. Wenn halt wirklich an der rechten oder linken Seite nur so ein Flyer aufpoppt und so eine 10-Sekunden-Werbung davor geschaltet ist, okay, die Zeit habe ich im Leben. Aber wenn halt wirklich, du machst eine Seite auf, es kommen 5 Pop-Ups. Mhm. Und dann, es gibt doch diese Pop-Ups-Werbung, Alter, da kriege ich immer das Kotzen, wirklich. Wo dann, wenn du die beendest,
dann kommt da ein Fenster, was, wenn du wegklickst, wiederkommt. Was du nicht wegdrücken kannst mehr. Ja, oder was auch richtig behindert ist, wenn du am Handy am Surfen bist und dann kommt irgendwie so eine Werbung, du kannst nicht wegklicken und dein Handy vibriert wie behindert. Ja. So, Alter, da hatte ich mal was gehabt. Da habe ich irgendwie bei BS übers Handy habe ich da irgendeine Serie geguckt und da hat sich, als ich auf Play gedrückt hat, halt irgendwie noch ein Link in dem Webbrowser geöffnet und als ich die zur Seite geschoben habe, ich habe den nicht mal geöffnet, also dieses zur Seite schließen, schiebende Schließen, habe ich damit ein Abo bei so einer Firma abgeschlossen, die man im Prinzip mit Jamba vergleichen kann, wer es damals noch gekannt hat. Boah. Und nur durchs Schließen dieses Links habe ich ein Abo abgeschlossen. Das dürfen wir doch gar nicht. Das dürfen sie nicht machen, so trotzdem. Ja, es passiert einfach. Ja, nee, aber da kannst du doch rechtlich dagegen vorgehen. Weil du hast ja nicht zugestimmt, wirklich. Du könntest ja nicht sagen, ja, du hast halt weggeklickt, das ist eine automatische Zustimmung, so funktioniert das nicht. Für die zählt das als Zustimmung. Ja, nee, du kannst ja aber dann verklagen deswegen. Weil konnte es auf jeden Fall abmelden. Ich habe auch in dem Abmeldungsschreiben geschrieben, dass ich dem nicht zugestimmt habe, das abonniert zu haben. Und dann haben die mir einfach geschrieben, ja, das kann gar nicht so zustande kommen, dass sie das überhaupt nicht wollten. Ja, das sagen die, aber es stimmt halt nicht. Genau. Ja, richtig. Das ist halt die Scheiße. Und sowieso, seitdem ich Fernsehen geguckt habe, ist Werbung für mich gestorben, wenn ich immer 5 Minuten Werbeclips über mich ertragen gehen lassen muss, nur damit scheiß Fernsehen weitergeht. Ja, aber sorry, ganz ehrlich. Dafür hat man aber Netflix und sowas. Ja, das denke ich mir halt auch. Ja, ich rede ja von früher, nicht von heute. Ja, heute gucke ich ja auch nur noch Netflix und so. Das ist eigentlich... erzähl du. Ja, das ist eigentlich ein guter Einstieg noch für so ein Subthema. Würdet ihr Geld bezahlen für einen extra Geld bezahlen für einen Internetzugang, der komplett ohne Werbung ist? Dass ihr die Garantie habt, nie mehr Werbung zu haben. Tatsächlich wollte ich auf ein ähnliches Thema anstoßen. Und zwar habe ich, ich habe ja tatsächlich ein Crunchyroll-Abo, ne? Also Crunchyroll, für die Leute, die das nicht kennen, das ist ein Anime-Stream. Und man kann den kostenlos nutzen, bekommt aber sehr viel Werbung, ne? Vor dem Anime 3, vor der Folge 3 Werbung, während der Folge 3 Werbung. Ja, das ist echt eklig. Und am Ende der Folge nochmal. Und die Werbung gehen auch so 14 Sekunden lang teilweise. Ja, sogar länger teilweise. Ne? Ja. Und ich habe tatsächlich dafür bezahlt, damit ich keine Werbung da habe. Ne? Und ja, deswegen, würdet ihr dafür Geld bezahlen? Was haltet ihr von solchen Sachen? So Streams, die zwar kostenlos sind, aber du Geld bezahlen kannst, damit sie werbefrei sind. Weil mit Adblocker, das funktioniert übrigens nicht. Da sagt der Stream gar nicht. Es gibt ja tatsächlich Seiten, die umgehen das. Die sind klug. Bei BS geht das auch zum Beispiel teilweise. Wenn ich bei BS so einen Stream starte, kommt einmal Werbung und dann lädt der. Und wenn ich den Adblocker da ausschalte, kommt halt 5-mal Werbung, bis der Stream überhaupt startet. Gut, dass er sich jetzt erstmal öffentlich geäußert hat, das zu gucken. Ja, das ist in der Grauzone, also bin ich da noch okay drin. Nee, das ist eine andere Folge, wo wir diskutieren können. Das ist schon seit ein paar Monaten so, dass das Stream angucken tatsächlich auch strafbar ist. Wie gesagt, da können wir jetzt eine juristische Diskussion in einer neuen Folge drüber führen. Ich habe da ein Jahr lang Unterricht drüber gehabt. Ich finde, das würde ich auf jeden Fall machen. Es ist ja, gab ja damals diese Idee mit YouTube Red. Das ist ja so ein ähnliches Prinzip. YouTube feucht, oder wie? Red, nicht wet. Alter, nur weil es feucht im Fett drin ist, musst du nicht an wet denken. Ohne Witz, so wie das bei mir angekommen ist, hast du YouTube wet gesagt, ne? Ja, hab ich ja auch. YouTube wet. R-E-D. Und das will ich auf jeden Fall machen. Wenn ich die Garantie habe, keine Werbung zu haben. Adblocker reicht für YouTube. Ja, auch nicht mehr lange, glaube ich.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das ist ja immer so die Sache, ne? Adblocker entwickelt sich weiter und YouTube entwickelt, also und ja. Generell Werbung entwickelt sich weiter. So, wenn du die wenn ganz viele größere Seiten den Adblocker erkennen und nicht mehr angezeigt werden, weil du Adblockaden hast, versuchen die Programmierer von Adblocker diese Werbung, also diese Umgehung auch zu umgehen. Ja. Ne? Und das funktioniert halt so die ganze Zeit weiter, ne? Das ist ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Ich finde ja die Idee zum Beispiel gut auf YouTube mit der, wenn man die Werbung nicht als Zwischenschritt einspeichert, quasi, sondern dass die direkt in das Video integriert ist. Das gibt's ja manchmal so in Kooperation. Mit Moga habe ich das gesehen. Product Placement oder wie? Nee, nicht Product Placement, sondern du hast jetzt unsere Aufnahme wie jetzt und in Sony Vegas setzt du eine 20-Sekunden-Werbung noch rein. In die Datei. Das habe ich bei Moga gesehen. Bei jemanden. Ja, das ist ja trotzdem Product Placement. Ja, wenn die Werbung unterhaltend wäre und jetzt nicht nur um das Ding gehen würde, was darin angewerben würde. Die Sache ist halt, YouTube bekommt dann nichts von dem Geld. Da bekommt ja nur der Content Creator. Ja, das müsste man dann natürlich so mit YouTube sprechen, natürlich. Sag ich mal. Ja, aber da kann man sich auch, ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwelche Leute gibt, die dann quasi ein Programm entwickeln, die dann quasi, sagen wir mal, eine Werbung beginnt mit einer bestimmten Audiospur, ne? Ja. Und dass sie diese Audiospur erkennen und wissen, okay, die Werbung ist auch so und so lang, die skippen wir dann halt die paar Minuten. Naja, da ist halt dann das Problem, da müsste diese Datenbank halt, also es müsste eine Datenbank geben mit allen Audiospuren und dann müsste der Werbeersteller ja nur eine neue Audiospur erstellen, in Anführungszeichen nur, und schon wäre die aus dem System raus. Das ist ja wie Content-ID. Ja, aber ist ja auch nicht so, dass das Programm quasi immer wieder geupdatet werden kann oder beziehungsweise die Datenbank dazu geupdatet werden. Ja, aber kann. Das ist dann genauso wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja, klar. Die Datenbank wird geupgradet und dann wird einfach neue Werbung gemacht, die Datenbank nicht erkennt und dann wird die Datenbank wieder geupdatet. Ja, klar, aber ich sag mal so, dass ich denke, der Aufwand ist da geringer. Also eine technische Änderung. Sag ich jetzt. Und dann stimmt das auch. Wenn er es sagt, dann stimmt das. Ja, das merkt dann stimmt das. Es wohl. Er war auch eine Stunde zu früh, nicht zu spät. Ich bin ja auch das höchste Wesen. Gott schaut auf mich runter. Das ist Drachenlord. Ja, aber ich bin Drachenlord. Okay. Alles klar. So, wie sieht's denn aus? Seid ihr ein bisschen auf Facebook immer mal unterwegs? Ja, ein bisschen. Guckt ihr euch da so kleine lustige Clips an, die Leute posten. Manchmal. Also ich war jetzt zum Beispiel am Freitag war ich ein paar Mal auf Facebook. Ich öffne viele zum Beispiel in meiner Verwandten und so weiter. So, oh, Glückwunsch. Meine Facebook-Nutzung besteht daraus, dass ich einmal die Woche nachgucke, wann die Leute Geburtstag haben. Toll. Ich nutze es halt zum Beispiel, um mir kleine lustige Clips anzugucken in meiner Pause bei der Werbung. Alter, was? Wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Was in der Pause bei der Werbung, was sage ich da alle? Bei der Arbeit. Ja. Das ist Mühe besser, wa? Und da ist es so, dass bei 20 Sekunden Videoclip Leute 8 Sekunden Werbung reinschneiden können. Warum darf man das? Warum macht man das? Alter, da würde ich auch verstehen, wenn jemand den Blocker anmacht. Das ist halt schon krass. Auf dem Handy kannst du es halt nicht wegmachen über die Facebook-App. Und ich weiß nicht, wie es online aussieht. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht, also wie sieht die Werbung aus? Das ist quasi wie YouTube, dass einfach das Video da ist und du kannst das nicht skippen, oder? Da steht, in Kürze beginnt Werbung. 3, 2, 1 und dann spielt die Werbung einfach ab. Okay. So 8 Sekunden lang und dann geht das Video weiter. Ich habe das jetzt mal gehabt, aber... Das ist auf jeden Fall echt widerlich. Kennt ihr dieses Video, was ich gerade gepostet habe? Ja, kann ich nicht öffnen während der Aufnahme. Ich auch nicht. Da fällt auf jeden Fall eine Waffel um. Wow. Das geht halt 6 Sekunden. Das hat halt auf Facebook so irgendwie eine halbe Milliarde Aufrufe oder so, glaube ich.
Und weiter. Ja, da ist auf jeden Fall auch diese Werbung vor. Ja, siehst du mal. Was soll das für ein 6-Sekunden-Video? Ja. Ja, nee. Ja, wenn die Werbung unauffällig daneben wäre oder sowas, ne? Aber nicht so penetrant. Ja, ja. Ne? Das wär, ist ein eigener besser machen. Werbeclip halt. Deswegen finde ich das ja bei YouTube gut geregelt, dass du halt mit Words erst bei 10 Minuten schalten kannst, zum Beispiel. Oder eine Pre-Werbung, glaube ich, geht technisch irgendwie auch erst ab 2 Minuten oder so. Mhm. Ja, dann gibt es solche Leute wie ApoRetta, habe ich das einmal mitbekommen, dass er irgendwie so ein Video extra 10 Minuten lang gestreckt hat und einfach so am Ende einfach Schwarzbild hatte, nur damit das Video über 10 Minuten lang war. Das machen damit er, viele. Damit er in dem Video halt nochmal Werbung schalten kann. Das machen sehr das viele. Halt einfach, Vive AD, ja. HD, der einfach das Intro so langsam, das Outro so langsam gemacht hat, dass es über 10 Minuten war. Ja, einfach das Outro so lange, wenn das Outro irgendwie so mehr als 20 Sekunden lang ist, dann würde ich sagen, okay, ja. Ja, du hast halt gesehen, der hat halt sein normales Outro verwendet, aber das irgendwie in 8-facher Zeitlupe so gemacht. Wow. Das ist halt 2 Minuten ging oder so. Oder bei Alpha Stein war das, glaube ich, mal, wo der 20 Werbung jede Minute einen Werbeklick reingeschaltet hatte. Der Begründung, ja, ich wollte es ja nur testen. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Wie viele Werbung? Ja, aber bei dir guckt's keiner. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass das auch einmal Sips LP gemacht hat. Der hatte irgendwie so ein 1-Stunden-lang Video gemacht und wirklich jede 2 Minuten war das, hat er Werbung geschaltet und im Video war das einfach nur Schwarzbild. Ja. Das hat er so ein bisschen als, wie heißt es? Satire. Satire, genau, hat er das gemacht. Und das Video hatte tatsächlich mehr Klicks als seine anderen Videos gehabt. Wow. Das hat ihn ein bisschen angepisst. Da und die Leute haben wirklich, teilweise haben sie die Leute wirklich das irgendwie so auf U-Repeat oder sowas gemacht, gepackt und sich einfach das einfach durchlaufen lassen, ja, damit er Geld seine Klicks zu geben, ja. Ja. Ekelhaft. Noch ein letztes Thema. Weil ich glaube, langsam wird die Folge auch zu voll. Ja, ich habe auch noch eins. Ja, gut. Erzähl du dein Thema, dann. Ja, das ist ganz kurz. Cool. Ich weiß nämlich nicht, ob ihr das noch alle kennt. Kennt ihr Werbung, die durch Surveys ersetzt werden? Durch was? Also, guckt ein YouTube-Video. Umfragen. Genau. Ach so. Wo dann einfach steht, haben Sie diesen Laden so und so besucht oder was sagen Sie zu dem und dem Produkt? Ich glaube, das hatte ich nicht, weil ich sowieso immer Adblock anhatte. Das finde ich, ja, du bist eh raus aus dem Thema. Das finde ich auch so mit einer der besten Formen, wie man, weil die verdienen genauso viel Geld dadurch. So interaktiv halt, ne? Ja, ja, genau. Und du musst kannst auch sagen, so, ja, nee, ich habe kein Interesse daran, okay, das Video startet. Ja, voll genau. Gut. Und das finde ich halt so, auch eine mega gute Sache Art. Ist, das gibt halt, das bringt halt keine Informationen an den Konsumenten wegen kommenden Produkten oder so. Nee, das hat ja nichts mit Werbung zu tun. Das sind dann einfach irgendwelche Marktforschungsunternehmen, die quasi eine Frage reinstellen. Ja, aber ich finde, das ist eigentlich nicht schlecht. Das finde ich halt mega gut. Also, ich sag mal so, selbst wenn du dann zu faul bist, in 20 Sekunden geht das sowieso weg. Ja, so, das ist es halt. Und eine andere Sache, die ich noch reinwerfen wollte. Ich habe tatsächlich ein paar Channel auf Twitch abonniert. Das ist unter anderem Gronkh. Und Ponyhof. Und ja, ich bezahle dann monatlich dafür, dass ich, also man muss nicht bezahlen dafür, aber ich mache das einfach nur, um den Streamer zu unterstützen. Würdet ihr das auch machen? Also ich habe das in meiner Amazon Prime-Mitgliedschaft. Also. Bei mir funktioniert das irgendwie nicht mit Prime. Also ich würde das aber auch machen. Weil ich weiß, dass derjenige guten Content macht und da würde ich ihn nur für unterstützen. Mhm. Ich hätte jetzt persönlich keinen, den ich da Geld reinschieben würde. Mr. Wanwan. Weil ich sowieso keine Streams gucke eigentlich. Ja, in letzter Zeit gucke ich auch relativ wenig Streams. Die einzigen Streams, die ich gucke, sind halt Freitagabend, wenn Gronkh streamt, oder hin und wieder an Wochenendstream von Ponyhof. Gronkh interessiert mich sowieso nicht so, mir hat der noch Das ist natürlich eine Meinungssache, aber wenn du jemanden siehst, also wenn du einen Stream siehst und denkst so, ey, den finde ich cool, den will ich irgendwie unterstützen, würdest du halt machen. Ich würde eher mal so eine Spende droppen, anstatt monatlich Geld zu geben. Hm. Du kannst es ja immer abbrechen, also von daher, ne? Ja. Ja.
Naja, gut. Das wäre einfach nur, also, nur so als letztes Thema so noch rausgehauen. Ausgerotzt. Ausgerotzt. Hashtag rausgerotzt. So, auf Twitter trenden. Leute. Leute, und macht mal ein Social Media Experiment, ne? Teilt mal die Links von Acel. Genau. Bitte. Macht mal. Macht mal, wie beim letzten Mal, die 200 Leute. Super Support, Leute. Yeah. Danke. Alter, das war so geil, Mann. 100 Retweets auf der einen rausgerotzt Folge. Ich danke euch. Und auf der anderen 50 Likes und 50 Retweets. Da geht mein Herz für raus. Siehst du, das sind meine 300. Hier, so wie es jetzt gerade in den Twitter-Trend steht. Danke, Julian, für. Die Mossi-Söhne. Nein, Mossi-Söhne hört sich nicht gut an. Mossi-Söhne ist ohne Witz, das ist voll geil. Beleidigend. Nee, das ist keine Beleidigung, das ist eine Ehre, so genannt zu werden. Ein Sohn von einem Nicht-Mann, der dick ist zu sein. Alles klar, und damit beende ich die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, schreibt in den Kommentaren ein paar Themenvorschläge, wo man ein bisschen kernbehindert sein kann, aber auch schön diskutieren kann. Würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen traumhaften Sonntagabend von den anderen. Ich gehe mir jetzt Bilou kaufen. Ich spuck euch allen ins Gesicht, retweetet alles von mir. Haut rein, Leute. Tschüss. Fickt euch.